Grüß euch, da ist die Jemi. Heute ist der 23.12.2017 und mein Weihnachtsfest, das ist dieses Jahr ganz anders. Ohne Stress, ohne Hektik. Ich mache jetzt einen langen Spaziergang, erst einmal ist es Nachmittag und es ist wunderschön. Der Schnee ist bei uns zwar fast alles weg, es sind ein paar kleine Schneeflecken. Vielleicht sieht man es ja noch. Ja, ich hoffe, die Tonqualität ist ein bisschen annehmbar, weil es geht ein richtiger Wind. Aber ihr werdet mich schon verstehen. Was ist Weihnachten? Was bedeutet Weihnachten? Weihnachten ist für die meisten Menschen Hektik. Was schenke ich her? Was kann ich denn dieses Jahr wieder schenken? Und dann werden Geschenke gekauft. Und man muss ja noch mehr schenken. Aber was sagen denn sonst die Leute dazu, wenn man zu wenig kriegt? Und das finde ich einfach einen kompletten Blödsinn, auf Deutsch gesagt. Ich war früher genauso. Ich habe mir da einen riesen Gedanken gemacht. Dieses Jahr, ich schenke zwar auch was her, ich schenke ganz kleine Geschenke und die aus Liebe. Und ich schenke lieber eine Zeit her. Eine Zeit von mir, dass man mit den Menschen, die man wirklich gern hat und die man um sich herum hat, dass man mit denen einfach was Schönes macht. Und wenn es nur ist, dass man daheim sitzt, bei einer Tasse Tee, ein paar Weihnachtsplätzchen isst und einfach dem Gegenüber mal sagt, dass man gern hat. Oder dass man sich freut, dass man mit ihm jetzt da ist. Das ist für mich jetzt einfach viel, viel mehr wert, als wir die teuren Geschenke, die man in die Kaufhäuser kauft. Der andere freut sich eh nicht, der tauscht es wahrscheinlich wieder um. Oder es liegt irgendwo im Eck. Und da frage ich mich schon, was ist sinnvoller? Also für mich ist es viel, viel schöner, Persönliches von mir zu schenken. Denkt da vielleicht einmal drüber nach. Ja, jetzt wandert man da ein Stückchen. Und es ist wirklich eisig kalt, weil der Wind so geht. Aber wunderschön ist hier draußen. Schaut euch mal die wundervolle Wolkenstimmung da an. Und die Berg dahinter, da ist ein bisschen Schnee drauf. Ist das nicht viel, viel schöner, als irgendwo heute in die Kaufhäuser rumzuwühlen und Geschenke einkaufen und viel Geld dort lassen? Danke, dass ich das so erleben darf. Danke. Schaut euch das an, da liegt noch ein bisschen Schnee auf die abgeschnittenen Bäume drauf. Wunderschön. Ich liebe ja diesen Schnee.
Es ist wirklich so traumschön, wenn der Wind da oben in die Baumkronen der Neifer und die Bäume, die wackeln hin und her. Ich finde das alles ein Wunder der Natur. Ich finde Menschen ein Wunder. Ich finde die Natur ein Wunder. Es ist alles ein Wunderwerk. Und ich bin ganz, ganz dankbar, dass ich auf der Welt sein darf. Dass ich das alles erfahren darf, was ist. Und dass ich jetzt genau da stehe und das Video für euch mache. Danke. Und danke, dass es euch alle gibt. Jeder einzelne von euch. Danke. Dass sie ihnen einfach gut geht und die sein Wind. Jetzt zeige ich euch mal was, was am 23. Dezember bei uns wächst. Man möchte es nicht für möglich halten. Schlüsselblumen. Da wachsen tatsächlich Schlüsselblumen. Also für mich ist die Erde komplett verdraht. Es ist alles irgendwie ganz, ganz anders, als es früher war. Ja, ich möchte euch da noch ein Erlebnis erzählen, was ich vor ein paar Nächten gehabt habe. Ich schaue in der Nacht aus dem Fenster und sehe einen Mond. Wunderschön ist er da gestanden. Und ich schaue in der Früh aus dem Fenster, also mindestens 6 Stunden später, und der Mond war wirklich an der komplett gleichen Stelle, wie ich ihn in der Nacht gesehen habe. Und ja, ich sage mal so, Mutter Natur macht das alles ganz, ganz richtig, und wir Menschen, wir wundern uns darüber, aber ich finde es einfach total schön. Meine Wanderung, die geht jetzt dem Ende zu. Es war ein Traum. Ich bedanke mich bei der Natur, dass ich da sein darf. Ich bedanke mich bei euch alle, die jetzt das Video anschauen. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Weihnachtszeit, schöne Feiertage. Und denkt einmal dran, was Weihnachten wirklich bedeutet. Alles, alles Liebe, viel Liebe und Licht. Eure Jenny.